der da ist, Leute, dann können wir noch krankere Sachen umsetzen. Und da habe ich auch schon einiges in Planung, aber das kommt in Zukunft, Leute. Das kommt in Zukunft. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde 4x2 Bad Wars auf der Map Rainbow. Ich möchte erstmal heute sagen, so nicht wundern, falls es nicht so eine dolle Gold Rejection gibt, aber bei uns hier in Berlin sind 30, 32 Grad draußen. Ich wohne in einem Dachzimmer, Dacheckzimmer, was auch immer. Das bedeutet im Prinzip, dass ich einfach so doll schwitze, dass mein Mauspad nach 3 Sekunden komplett nass ist, also klitschnass, durchgenässt, als wäre es in einer Pfütze. Sorry Leute, aber wirklich Action hier in Sachen Bauen oder so könnt ihr heute nicht erwarten. Wie ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen habt, so heute wird es mal ein relativ spannendes Thema geben, denke ich. Denn Revi hat den Server geupdatet und ich möchte hier heute mal meine Kritik äußern, da ich ja auch schon eine Weile auf Revi spiele und deswegen den Server auch früher schon gut kannte. Und auch mal sagen, was ich oder was von meiner Seite aus hätte besser gemacht werden können. Ich hab das jetzt ja schon eine ganze Weile gespielt, so vom Ding her. Beziehungsweise habe mich jetzt hier schon eine ganze Weile eingespielt und denke, ich kann dazu jetzt auch gute Kritik äußern. Also erstmal muss ich sagen, man fängt immer mit guten an, Leute. Ich finde dieses XP-System, was sie da eingeführt haben, mit den Level, die man jetzt hat, finde ich ultra geil. Und nein, du bekommst den Hit nicht, danke. Das ist wirklich was, was mich nochmal motiviert zu spielen. Vor allem, weil ich wissen will, was passiert, wenn man Level 100 wird. Also das wird, denke ich, ultra spannend dann. Oh, was, der hat Full Equip? Nein, der hat ein Herz. Oh, so ein Mist. Wo ich aber sagen muss, was mir wirklich so ein bisschen nicht gut gefällt, ist halt einfach, dass Revi, dieses Goldene im Chat, war immer so ein Ding von Revi. Wisst ihr, was ich meine? Und dass Revi das jetzt einfach abgelegt hat und stattdessen graue Schrift benutzt, finde ich wirklich halt einfach nicht geil. So dieses Graue. Keine Ahnung, Gold war so ein Markenzeichen von Revi, oder? Was sagt ihr, Leute? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Nur ich fand, Gold war immer so ein Markenzeichen von Revi. So ein Ding, was halt nur Revi hatte. Wisst ihr, was ich meine? Und du stirbst. So. GG an euch beide auf jeden Fall. Und danke für den Steal an mein Mate. Und dass Revi das jetzt einfach abgelegt hat für so eine graue Schrift, die jeder 0815-Server benutzt, finde ich halt schon so ein bisschen komisch, so wisst ihr? Weil dieses Golden hat immer zu Revi gepasst. Wenn ich goldene Schrift im Chat gesehen habe, habe ich an Revi gedacht. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt jetzt einfach nicht mehr so, weil sie irgendwie dachten bei dem Update, yo, lass unsere goldene Schrift, die wir schon immer benutzen, doch einfach mal ändern. Ja, moin. Einfach mal ändern zu einer Schrift, die jeder Server so benutzt. Wisst ihr, was ich meine? Und das finde ich halt schon so ein bisschen blöd. Oder schade. Schade, würde ich eher sagen. Wo ich aber sagen muss, was mir echt gut gefällt, ist einfach, dass Revi jetzt private Server kann man jetzt erstellen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So, Leute. In der nächsten Runde angekommen. Was mir wirklich übelst gefällt an diesen privaten Servern, ist halt für mich als Content Creator, ist es halt einfach übel geil, dass wir in Streams, kann ich euch jetzt einfach alle einladen. Oder ihr geht einfach in meine Party. Und dann können wir zusammen einfach private Runden zocken und einfach ein bisschen zusammen zocken, so ein bisschen Spaß haben, ohne irgendwie, dass Abfucker dabei sind, die das nicht mitmachen oder so, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt übel geil und danke nochmal ans Revi Dev Team im Übrigen. Ich habe Rechte auf Fake Wars bekommen, das Revi Dev Team hat mich angeschrieben, sie haben einfach, das ist so krank, finde ich, sie haben einfach mich auf Twitter angeschrieben. Einfach so haben sie mich angeschrieben, ob ich denn Hackwars-Befehle oder Rechte haben will für Videos oder Streams. Und das finde ich einfach so eine krasse Aktion, dass ich nicht mal auf sie wirklich zukommen muss, sondern sie halt auf mich. Das fand ich echt extrem nice, wirklich extrem nice. Danke da auf jeden Fall nochmal ans Revi-Team oder ans Revi-Dev-Team. Das hat mich übelst gefreut, vor allem, weil ich in Streams, Leute, wir können jetzt so viel kranken Shit in Streams machen. Wir können da so viel Spaß jetzt haben bisher. So, ich weiß nicht, ob manche von euch das Hackwars-Format kennen von Revi und Sturmwaffe, was es früher gab, aber dieses Hackwars-Format ging ja so, dass sie sich in Game Mode 1 gesetzt haben oder so ein bisschen getrollt haben. Und das kann ich halt jetzt auch machen, nur halt auf privaten Servern mit euch als Community in Livestreams oder vielleicht sogar in Videos, falls sich außerhalb eines Livestreams genug Spieler finden lässt. Und das, finde ich, ist halt einfach was, was mich als Content-Creator so extrem glücklich macht, dass Revi mir diese Chance dazu gibt. Wisst ihr, was ich meine? Da geht wirklich nochmal ein Riesendank raus, wirklich. Das ist extrem nice. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich darüber freue. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, Leute, würde ich sagen, wäre der YouTuber-Rang, ne? Der YouTuber-Rang ist noch so ein Ziel von mir. Wenn der da ist, Leute, dann können wir noch krankere Sachen umsetzen. Und da habe ich auch schon einiges in Planung, aber das kommt in Zukunft, Leute. Das kommt in Zukunft. Wo ich auch ein bisschen Kritik äußern muss, ist einfach die Lobby. Also die Lobby zurzeit ist so ein Ding, die gefällt mir gar nicht. Wisst ihr, was ich meine? Und mein Mate hat sie. GG auf jeden Fall an euch.
Die Lobby, keine Ahnung, ich fand diese Lobby, kennt ihr noch, diese mittlere Lobby, wo man zur ganz alten Lobby auch hinrennen konnte, die so groß war, dass man an Spawn gegangen ist und sich über die Karte zu bestimmten Punkten auf der Lobby TP'en konnte. Das war wirklich eine Lobby, die hat mir extrem gefallen. Das war bis jetzt meine absolute Lieblingslobby. Der Spawn und so, keine Ahnung, ich finde den Spawn, das ist halt jetzt dieses riesige Schloss, kennen wahrscheinlich viele auch schon von euch. Das ist jetzt dieses riesige Schloss und ich finde dieses riesige Schloss sieht so lieblos gemacht aus. Und die werde ich nicht beide bekommen, glaube ich. Ich habe halt kein Equipment, sonst würde ich ihn mit Picke totboxen. Aber halt ohne Equipment wird schwer. Lol. Nein, ich will nicht sterben. Nein, ich sterb nicht. Ich sterb nicht, ich sterb nicht. Nein! GG auf jeden Fall an euch. Die jetzige Lobby sieht so lieblos aus. Wisst ihr, was ich meine? Guckt euch mal am Spawn von Revi. Ich kann euch das ja kurz mal zeigen. Hier, das ist jetzt der Spawner von Revi. Das sieht übelst geil aus, aber wenn ich mich umdrehe, sieht auch noch nice aus. Aber wenn man hier in die Inneneinrichtung geht, ich finde einfach, das ist so trostlos, so mäßig auf schnell gemacht. Wisst ihr, was ich meine? So schnell gebaut und gehofft, dass es gut aussieht. Die vorherigen Lobbys fand ich einfach besser. Wisst ihr, was ich meine? Aber Leute, ihr könnt immer gerne eure Kritik zu dem Revi 2.0 Update in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich hier einige Meinungen lese. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.